Ja, einmal danke und grüß Gott oder grüß Enk, wenn man bei uns in Tirol sagt. Bin sehr, sehr dankbar, dass ich die Gelegenheit habe, heute einmal da zu sein und vor allem beim Sven und beim Präsidium für die Einladung. Eigentlich wäre gedacht gewesen für kurze Grußworte, aber nachdem unser Landesparteiabender Markus Abwärts erkrankt ist, soll ich diese Grußworte dementsprechend jetzt ein bisschen verlängern und eben bemühen, einmal einiges vielleicht auch da deutlicher auszuführen, was auch meine Funktion als Südtirol-Sprecher betrifft. Danke auch für die Gratulation zu den Landtagswahlen. Es war für uns, muss ich sagen, wirklich, wir haben schon gewusst, dass wir gut unterwegs sind, aber wir waren dann doch alle an diesem Wahlsonntag überrascht, dass wir vor allem auch die Sozialdemokraten überholt haben und wirklich mit fast 19% ein für uns historisches Ergebnis eigentlich erzielt haben in Tirol. Und das ist, glaube ich, einmal eine gute Basis. Es hat zwar nicht gereicht, nachdem keiner mit uns sprechen will, um auch Regierungsverantwortung zu übernehmen, was für Tirol ganz, ganz wichtig wäre. Aber wir nehmen es jetzt so, wie es ist und werden dementsprechend eine starke Opposition im Tiroler Landtag sein. Vielleicht jetzt auch noch einmal Grundsätzliches zur Position der Freiheitlichen und auch meine Position als Südtirol-Sprecher im Nationalrat. Ich glaube, es ist kein großes Geheimnis, dass ich mit dem Werner Neubauer sehr intensiv und freundschaftlich verbunden bin. Der Werner hat auch im Übrigen vielleicht zur Information von uns, von der Landesgruppe Tirol, da habe ich als Landesfinanzreferent ein bisschen mitgeholfen, auch die Aufgabenstellung, uns wirklich regelmäßig in Südtirol auch zu vertreten, weil er jetzt in der Pension ja viel mehr Zeit hat, hat er gesagt, der Werner. Also der Werner wird öfter noch in Südtirol sein, wie vielleicht in der Vergangenheit, und er soll so ein bisschen das Bindeglied zwischen Nordtirol und Südtirol sein, weil ich halt auch relativ oft, muss ich sagen, eher Richtung Wien fahre und die Zeit oft für Südtirol auch, muss ich ganz ehrlich sagen, oder viel zu wenig oft aufbringen kann. Es ist vielleicht jetzt, der Werner hat eine ganz, ganz tolle Art gehabt, er hat Südtirol im Herzen gehabt und er hat es natürlich jetzt auf seine Art und Weise auch in diesen Zeiten ganz, ganz toll gemacht. Ich habe natürlich jetzt unter Anführungszeichen eine ähnliche Position, vielleicht da oder dort ein bisschen differenzierter. Und ich habe es damals auch so gesagt, bei der kurzen Erklärung, für mich als Nordtiroler ist es einfach so, dass ich das so empfinde, dass wir ein dreigeteiltes Land sind. Wir haben Nordtirol, wir haben Südtirol und wir haben, was oft vergessen wird, Osttirol. Das hängt auch so ein bisschen wie ein Satellit um. Und diese drei Teile eigentlich gehören natürlich zusammen. Das ist also die ganz klare Zielsetzung, die war bei der Freiheitlichen Partei immer in den Grundzügen auch genauso festgeschrieben. Und wir haben immer gesagt, die erste Entscheidung oder letzte Entscheidung, wohin Südtirol gehen soll, müssen natürlich die Südtiroler fällen, für sich selber fällen. Und das wird auch Mut verlangen von Südtirol. Und ich als Nordtiroler, und ich glaube, da können wir ganz ehrlich sein, natürlich gibt es auch über die letzten 100 Jahre jetzt natürlich Höhen und Tiefen in der Zusammenarbeit von Nord- und Südtirol, sage ich mal, auch zwischenmenschlich. Da hat natürlich schon einiges jetzt über 100 Jahre auch gelitten, sage ich mal. Und es gibt diesseits und jenseits des Brenners natürlich auch Vorurteile. Das kann man als Tiroler, glaube ich, ganz klar sagen. Aber in letzter Konsequenz, ich habe es einmal so formuliert, sind wir wie drei Brüder, die halt in drei unterschiedlichen Regionen mehr oder weniger herumgondeln. Und in Summe sind wir alle drei geschwächt. Osttirol ist geschwächt, Nordtirol und Südtirol. Und auffallend ist vor allem auch, und so erkläre ich es auch in Nordtirol immer, auch in Nordtirol ist so, dass viele glauben, Tirol ist noch so stark in Österreich, wie es eben einmal war, und das ist es nicht. Wir zählen zu den 5 kleinen Bundesländern. In Österreich fallen die Würfel bei 4 großen Bundesländern, das ist Wien, Niederösterreich, Steiermark und Oberösterreich, und da gibt es 5 kleine, die schwimmen halt mit, und da gehört Tirol dazu, und das tut natürlich auch dem Nordtiroler Stolz schon dann weh, wenn man sieht, dass man in Wien eigentlich wenig zum Reden hat. Und in Südtirol ist ähnlich, in Wahrheit ist Südtirol für Italien unwichtig. Von den Wählerstimmen her, von der Dimension her, in Italien unwichtig.
Und ich habe immer die Philosophie vertreten und auch ganz klar formuliert, dass wir alle profitieren würden, wenn es eben ein Tirol geben würde, ein starkes Tirol, ein kleines Bayern, könnte man sagen. Das wäre wirtschaftlich und auch von der sonstigen Dimension dann schon ein relevanter Teil in Europa. Und diese Chance haben wir uns, glaube ich, ab und zu selber vertan. Die Geschichte hat uns auseinandergetrieben und das Ziel muss sein, gemeinsam stärker zu werden. Und als Gegenargument höre ich natürlich in Nordtirol und in Südtirol doppelstärker, dass es jedem von uns gut geht. Südtirol geht es gut, wirtschaftlich gut. Für was brauchen wir das? Wir haben jetzt gut gelebt, lassen wir so laufen. Und die Nordtirol ist eine ähnliche Aussage da. Für was brauchen wir die Südtiroler? Es geht uns eh gut. Südtiroler wollen alle Vorteile haben. Und die Osttiroler sind ein ganz eigenes Kapitel, sage ich jetzt mal. Die sagen halt, ja, solange es für uns irgendwie passt, geht es eh. Auffallend ist, ich habe gerade gestern, weil ich jetzt gerade erzählt habe, wir spielen mit meinem Heimatverein in der Tiroler Liga, wie es so schön heißt, in Nordtirol. Da gibt es weder Südtiroler Mannschaft noch Osttiroler Mannschaft in der Tiroler Liga. Und das sind so Kleinigkeiten, wo man versieht, wie weit die drei Teile eigentlich auseinandergedriftet sind. Und was jetzt die politische Geschichte in Wien betrifft, muss ich schon sagen, hat, glaube ich, der Werner immer den Freiraum gehabt, wirklich diese Linie für die Bundes-FPÖ zu vertreten, zu entwickeln. Und der Werner hat da ganz, ganz viel Vorarbeit geleistet, Doppelstaatsbürgerschaft oder andere Dinge. Und das muss man, soll man natürlich jetzt weiter vorantreiben. Und den Freiraum, muss ich sagen, habe ich jetzt auch unter Herbert Kickl, das, was die Südtirol-Politik der Freiheitlichen betrifft, ich da wirklich Freiraum habe und mir wirklich eine Linie entwickeln können, die auch von der Bundespartei dann dementsprechend so vertreten wird. Das vielleicht einmal so ganz grundsätzlich zu der Geschichte. Und jetzt war natürlich meine Erfahrung auch vorher schon, ich bin ja schon länger Mitglied im Südtiroler Ausschuss oder Unterausschuss, wie es heißt, dass natürlich, wie es so ist, halt die ÖVP vor allem eigentlich halt immer dieses Spiel spielt, möglichst halt alles irgendwie wegdrängen und nichts aufkommen lassen und alles ein bisschen begradigen. Und jeden Ausschuss, den wir jetzt gehabt haben, die letzten 10 Jahre, muss man sagen, war das dieselbe Geschichte, dass eigentlich die ÖVP versucht hat, ja nicht irgendwo was zu machen, was eine Veränderung des Status quo betrifft. Und wir haben dann wirklich ein Zeitfenster gehabt, das war die kurzen 1,5 Jahre unserer Regierungsbeteiligung, wo es wirklich so ausgeschaut hätte, dass wir da einen entscheidenden Schritt weiterkommen werden. Es hat auch im Übrigen Mehrheitsbeschlüsse im Parlament gegeben, was die Doppelstaatsbürgerschaft betrifft, das vergisst man oft. Und zwar eine direkte Entscheidung des Parlaments an die Regierung, und das wäre eigentlich bindend gewesen, das umzusetzen. Und jetzt stehen wir wieder da, nach der Ibiza-Geschichte, dass man leider Gottes mit einer sehr linkslastigen ÖVP, mit den Grünen in Wien, einfach eigentlich keinen Ansprechpartner mehr für Tirol oder Gesamttirol oder Südtirol haben. Ich habe übernächste Woche, glaube ich, oder glaube ich, so um den 10., 12. herum, glaube ich, ist der Kompatscher in Wien für eine Aussprache mit dem Südtirol-Ausschuss, wo er anscheinend seine auch schweren Bedenken, was jetzt die neue Situation in Italien betrifft, Verlust der Autonomierechte, besprechen will und quasi jetzt Österreich um Hilfestellung ersucht. Ich habe mit dem Landeshauptmann Kompatscher die letzten Jahre auch schon da oder dort Gespräche geführt und ich merke einfach, dass eine persönliche Abneigung von ihm da ist. Gegen uns als Partei klarerweise, aber auch gegen die Idee eines geeinten Tirols. Und deshalb erwarte ich mir jetzt von dem Gespräch nicht allzu viel. Muss ich sagen, ich kenne auch unseren Außenminister, der also in der Geschichte also 0,0 Interesse hat, irgendwas zu tun. Das ist ein typischer Diplomat, der also ganz andere Interessen hat, aber der unsere Sache Tirol also überhaupt nicht einen Millimeter vorantreiben wird oder will. Trotzdem führe ich das Gespräch mit ihm natürlich und bin schon gespannt, was er zu erzählen hat. Ich nehme auch an, es wird ihm vor allem um die bevorstehenden Landtagswahlen gehen, um hier auch, sagen wir, an die Bevölkerung in Südtirol, die das vielleicht ein bisschen differenzierter sieht, so eine Botschaft zu schicken. Wir sind eh für alles und nach der Wahl wird es ähnlich weitergehen, so wie es bei uns in Nordtirol
symbolisch, wie sie es immer davor gemacht haben, die ÖVP und die SVP. Das heißt, die haben leider Gottes, muss man sagen, bis auf persönliche Ausnahmen, die ich da immer ausnehme, keine Handschlagsqualität und auch keine Tiroler Tugenden. Das ist leider Gottes in der Tiroler ÖVP so und mein Eindruck, soweit ich es kenne, in der SVP jetzt auch nicht viel anders. Und wir stehen einfach da als Freiheitliche in Tirol, aber auch im Bund, um wirklich auch Handschlagsqualität zu haben und wirklich auch Tugenden wirklich nicht nur politisch zu vertreten, sondern dann in der Realität auch umzusetzen. Das vielleicht einmal ganz grundsätzlich, was sich jetzt schon unterschieden hat, wir waren jetzt mit dem Unterausschuss ja auch wieder auf Südtirol Besuch und was ich gemerkt habe und was wichtig ist, die anderen Parteien, die Sozialdemokraten oder auch die Neos, haben natürlich mit der Südtirol-Geschichte jetzt nichts am Hut einmal grundsätzlich und waren dann doch überrascht, dass sie im Südtiroler Landtag dann Botschaften gehört haben von Südtirolern, dass das quasi nicht irgendeine verrückte Idee von irgendwelchen rechten Freiheitlichen ist, sondern dass es wirklich diesen Wunsch gibt, die Doppelstaatsbürgerschaft für Südtiroler möglich zu machen. Und da waren doch einige, vor allem von der Sozialdemokratie, überrascht und haben mir dann in Wien auch die Rückmeldung gegeben, dass sie das Ganze jetzt doch ein bisschen anders betrachten. Von dem her, glaube ich, ist es einfach wichtig, zu grübeln und weiterzuarbeiten, damit es nicht einschläft. Doppelstaatsbürgerschaft, wie gesagt, rein rechtlich, formal ist eigentlich alles unter Anführungszeichen fertig. Es liegt in letzter Konsequenz an der Entscheidung des Bundes in Österreich, diese Entscheidung zu fällen. Wir brauchen auch kein Okay von Italien, um das einmal klar zu sagen, ob die Italiener wollen oder nicht. Lieber ist mir, sie wollen. Selbst wenn sie nicht wollen, können wir es natürlich machen. Es gibt ja genügend Beispiele in Europa, wo das geht. Haben wir jetzt eh davor gehört. Und auch Italien vergibt ja Doppelstaatsbürgerschaft in die ganze Welt. Also da gibt es jetzt keinen sachlichen Grund, die Dinge zu verhindern. Ja, der Fall Orion, wie es so schön heißt, die Dame, der wir jetzt versucht haben, im Hintergrund auch zu helfen. Ich bin jetzt einige Jahre dran. Ich habe in dem Fall, muss ich sagen, wirklich alle Kanäle versucht aufzumachen, die möglich sind. Die haben mich sogar mit der grünen Landesrätin in Tirol getroffen. Die hat mir sogar ihre Hilfe versprochen, ist auch gescheitert. Ich habe sogar der ÖVP gesagt, ihr könnt den formalen Sieg nach außen verkaufen. Wichtig war es, dass es funktioniert. Die sind auch gescheitert. Das heißt, man will einfach nicht ein Exempel statuieren, in diesem Fall nicht einmal einen Gnadenakt, weil man Angst hat, dass das natürlich Folgewirkungen hätte oder Symbolcharakter hätte. Und deshalb bin ich, habe das immer gesagt, nicht guter Hoffnung, dass das zu einem guten Ende führt. Obwohl wir alle, glaube ich, da sehr, sehr viel getan haben und weiter tun werden. Aber da ist der Gegenwind der Kräfte in Europa und in Österreich zu groß momentan. Ja, man hat es eh heute auch schon kurz einmal gehört, diese Grenze am Brenner, die gibt es. Das ist, glaube ich, für jeden offensichtlich. In Corona-Zeiten ist es noch einmal deutlicher geworden. Und diese Grenze muss formal meiner Meinung nach irgendwann weg sein. Und die Diskussion, auf die ich auch immer angesprochen werde, vor allem was jetzt die Südtiroler Freiheitlichen betrifft und die Südtiroler Freiheit, ich habe immer gesagt, die Entscheidung muss Südtirol treffen. Ob es ein Freistaat ist oder was auch immer, da muss jetzt einmal in Südtirol auch eine klare Entwicklung bei der Bevölkerung geben. Mein persönlicher und unser Wunsch als FPÖ ist ganz klar formuliert. Das ist der Wunsch eines geeinten, gemeinsamen Tirols. Das ist der Wunsch. Diesen Wunsch wahr werden zu lassen, das klingt immer ein bisschen utopisch nach wie vor, aber nachdem jetzt mittlerweile auch schon die 20er Jahre knapp überschritten habe, habe ich auch in meinem Leben gesehen, wie schnell der Weltatlas sich auch verändert und er wird sich, glaube ich, auch in diesem Bereich verändern. Natürlich im Idealfall friedlich und zum Nutzen von allen, sage ich jetzt einmal. Aber ich sage das auch ganz deutlich, man muss auch für seine Freiheit kämpfen. Das hat man, ich sage es auch, in Corona-Zeiten gesehen. Und ein bisschen Widerstandskraft
und ein bisschen Kernigkeit, eben wie es geheißen hat im Gedicht, wo sind die jungen Buben, die auch Widerstand leisten, das gehört schon dazu. Das wird einem nicht geschenkt. Und ich kann nur noch mal sagen, mein Wunsch wäre ein starkes, geeintes Tirol, und zwar zum Nutzen von uns allen. So wie es gewesen ist und wie es, glaube ich, auch, wenn man da drinnen steht, auch deutlich sieht, das ist unsere gemeinsame Geschichte, die wir da erleben. Und da bauen wir auf ganz, ganz vielen Vorgängern und Vorgenerationen auf, die das in Blut und Schweiß auch erarbeitet haben und erhalten haben. Und wegen dem sollte man vielleicht einmal ab und zu auch weniger auf den individuellen wirtschaftlichen Vorteil schauen und vielleicht mehr auch das große Ganze sehen. Und das wäre so mein Wunsch, heute im Jahr 2022 eben auch zu überlegen, wohin kann und soll die Reise gehen und auch mitzuhelfen, dass das irgendwann Realität wird. Und deshalb wünsche ich auch hier dem Landestag alles Gute, gutes Gelingen, und wollte nur noch sagen, die Gudrun als Südtirolerin oder ehemalige Südtirolerin, das muss sie jetzt selber erklären, weil sie sitzt hier im Nordtiroler Landtag, und mich freut es natürlich ganz besonders, dass das so ist, aber im Grunde genommen geht es eigentlich, wie gesagt, darum, dass wir gute Politik machen für die Leute in Nordtirol und in Südtirol, und ich wünsche euch vorab schon einmal auch für den Südtiroler Wahlkampf dann großen Erfolg, guten Erfolg im Sinne der Südtiroler Bevölkerung. Glück auf, Hochtirol!